Leider ist es passiert. Der SV Werder Bremen ist schlecht in die Saison gestartet. Und nun? Wird es bei Werder neue Transfer geben? Kommt Niklas raus? Schauen Sie sich an, was Tim Borowski dazu gesagt hat. Aber lassen Sie zuerst Ihr Like für dieses Video da und abonnieren Sie den Kanal, so bleiben Sie über alle Neuigkeiten von Werder Bremen auf dem Laufenden. Der ehemalige Profi Tim Borowski hat sich nun zu dem Fehlstart geäußert und vor allem den Verantwortlichen die Schuld gegeben. Der Start des SV Werder Bremen in die neue Saison scheiterte mit dem peinlichen Pokalfinale gegen Viktoria Köln und dem klaren Scheitern gegen den FC Bayern. Auch der ehemalige Werder-Profi und DAZN-Spezialist Tim Borowski blieb ungeschlagen. In der Fußball-Talkshow Stahlwerk Doppelpass stellte der 43-Jährige klare Forderungen an seinen ehemaligen Verein und sprach über einen möglichen Wechsel von Niklas Füllkrug. Ich glaube, dass Werder auf dem Transfermarkt noch viel zu tun hat, sagte Borowski am Sonntag und übernahm insbesondere die Verantwortung für die Verantwortlichen Frank Baumann und Clemens Fritz, sagte er. Der ehemalige deutsche Nationalspieler betonte, dass es vor allem Bedarf an Flügelpositionen gebe. Ein weiteres beherrschendes Thema an der Weser sei die Zukunft des Topstürmers von Werder Bremen. Niklas Füllkrug. Tim Borowski sagte zu einem möglichen Wechsel des 30-Jährigen, wenn er gehen soll, braucht man einen guten Ersatzstürmer, der 12 bis 15 Tore erzielen sollte. Ohne einen würde es nicht reichen. Befürchtungen, dass Werder Bremen in ernsthafte Abstiegsprobleme gerät, hat der gebürtige Neubrandenburger allerdings nicht, sondern vermisst vielmehr eine klare Vision seines Ex-Clubs. Es ist gut, in einer Liga zu bleiben, aber als Spieler würde ich mir irgendwann eine Affäre ziehen. Schauen Sie hinten rein und sagen Sie, nun, jetzt wollen wir wieder einen einstelligen Platz am Tisch und schauen Sie auch danach nach oben, sagte er. Und du Fan von Werder Bremen? Stimmen Sie Tim Borowski zu? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und bis zum nächsten Video.